Bei dieser Aufgabe ist es zu Beginn noch recht leicht. Die Strecke AB können wir mit dem Maßstab von 1 zu 100 relativ leicht einzeichnen, denn wir müssen nur auf Meter, Zentimeter machen, denn das ist ja gerade genau das, was die Umrechnung ausmacht bei dieser Aufgabe. 1 zu 100 Meter auf Zentimeter, das ist genau 1 zu 100. So, aber dann kommen auch schon unsere Grenzen. Erstmal den Winkel BAD, den können wir noch einzeichnen mit 50 Grad und dann die Strecke AD, den haben wir auch noch mit 7 Meter beziehungsweise bei der Zeichnung dann mit Zentimeter. Nur wie kommt man auf den Punkt D? Also wir haben hier einen 90 Grad Winkel, den habe ich schon mal einzeichnet, CBA von da oben. Und dann haben wir den Winkel da oben mit DCB gegeben. Wir können keinen Winkel einfach so freihand neu zeichnen, wo quasi der Scheitelpunkt noch gar nicht da ist. Das geht nur, wenn der Scheitelpunkt schon liegt. Aber das Problem ist ja, dass der Scheitelpunkt da oben ist. Das heißt, hier müssen wir uns ein bisschen Gedanken machen um die Rechnung. Was wir hier gegeben haben, ist der Winkel hier unten. Dann haben wir den 90-Grad-Winkel hier und wir wissen, dass der Winkel da oben 58 Grad sein wird. Das heißt, wir haben in diesem Viereck, das wir zwar noch nicht sehen, aber das wir schon in der Aufgabenstellung sehen, drei Winkel gegeben. Und wir wissen doch, dass die Innenwinkelsumme in einem Viereck 360 Grad zusammen ergeben muss. Also, um den Winkel ADC, den hier bestimmen zu können, muss ich nur 360 Grad minus die 50 Grad hier unten, die 90 Grad an der Stelle und die 58 Grad, die wir hier noch nicht sehen, abziehen und dann halte ich 162 Grad und das ist dann der Winkel ADC, also der hier dran. Und den kann ich dann einzeichnen und dann komme ich auch hier oben dran und dann wird es auch genau auf meine 58 Grad auslaufen. Ja, ich habe es gleich mal farbig markiert, dass wir uns in der nächsten Aufgabenstellung dann auch etwas leichter tun. Da heißt es nämlich, wir sollen das Maß des Winkels DBA bestimmen. DBA. Wer jetzt keine Ahnung hat, wie man da sofort hinkommt, der guckt einfach das Teilergebnis an. BD ist nämlich hier anscheinend sehr hilfreich. Und BD können wir recht leicht aufstellen, weil wir gegenüberliegenden Winkel und die zwei anderen Seiten gegeben haben. Das ist nämlich dann der Kosinussatz. BD² ist gleich und dann stelle ich einfach genau diese zwei Seiten rein und den Kosinus von 50 Grad an der Stelle. Am Schluss noch die Wurzel ziehen von dem rechten Term und dann komme ich auf meine 6,14 Meter. Warum haben Sie das jetzt als Teilergebnis angegeben? Wenn wir diese Strecke hier kennen, können wir weiterrechnen mit dem Sinussatz. Dann ist die Strecke und der zugehörige Winkel gegeben und den Winkel suchen wir und die gegenüberliegende Strecke ist gegeben. Also Sinus von 50 Grad zu 6,14, die wir hier haben, und der Sinus von DBA, das ist der gesuchte Winkel da dran, zu 7 Meter und dann einfach mal 7 Meter auf beiden Seiten, damit es da unten rausfällt. Dann habe ich nur einen Sinus noch dran stehen, aber ich muss den Sinus auch noch wegkriegen. Das geht mit dem inversen Sinus. Aufpassen, dass ich komplett den Term klammern muss und davon den inversen Sinus bestimmen muss. Und dann komme ich schon auf meinen Winkel dBA. Beim Sinus, nochmal zur Erinnerung, muss ich immer noch einen zweiten Winkel berechnen. Den können wir uns aber hier schenken. Klar, dass der Winkel das nicht sein kann, denn es muss ja unter 90 Grad sein, der Winkel, der da unten rauskommt, weil das insgesamt ja schon 90 sind. Das war es bei der Zeichnung. Also aufpassen, wenn der Winkel außerhalb liegt, den wir konstruieren oder zeichnen müssen, dann können wir das nur, indem wir den anderen oder weitere berechnen, mit zum Beispiel der Innenwinkelsumme im Viereck in dem Fall. 90-Grad-Winkel wäre einfacher gewesen, wenn der da oben wäre, weil dann hätten wir es mit dem Taliskreis machen können. Bei der Aufgabe 2.3, da soll man den Flächeninhalt des Sandkastens berechnen und die gibt nicht umsonst 5 Punkte, diese Aufgabe. Das ist ein bisschen anstrengender. Klar ist, dass wir hier natürlich mit zwei Dreiecken operieren. Einmal das Dreieck ABD und dann den Flächeninhalt von BCD. Das Dreieck ABD ist relativ einfach. Da haben wir so viele Größen gegeben und außerdem haben wir schon zwei Seiten und einen Winkel dazwischen. Das heißt, wir können den Flächeninhalt über den Sinussatz ganz leicht festlegen. 0,5 mal 7,5 mal 7, die beiden Seiten, die den Winkel einschließen und dann eben noch mal den Sinus von diesem Winkel, 50 Grad. Quadratmeter nicht vergessen, Einheiten nicht vergessen. Und schon haben wir das erste Dreieck. Das zweite Dreieck, das ist eher das Schwierige. Ich habe es mal aufgestellt. Wir müssen 0,5 mal die Strecke CD und mal die Strecke BC. Also die beiden Strecken brauchen wir, weil ja nur der Winkel da oben gegeben ist. Aber Strecke CD und Strecke BC ist etwas schwieriger. Schauen wir es uns an, was wir noch gegeben haben. Wir haben nur die Strecke BD gegeben, die haben wir ja gerade vorhin berechnet. Aber BD und der gegenüberliegende Winkel, der ist schon da. Das heißt, um DC zu berechnen, bräuchte ich den Winkel da unten, CBD, den da dran. Ja, und den können wir eigentlich auch relativ schnell berechnen, denn die beiden Winkel hier müssen zusammen 90 Grad ergeben und den Winkel da unten haben wir.
Also müssen wir nur 90 Grad minus diesen Winkel da unten rechnen und dann habe ich den kleinen Winkel hier dran. Und jetzt kann ich meinen Sinussatz vervollständigen. Am besten gleich noch über Kreuz multiplizieren, so habe ich das gemacht. Sinus von 58 Grad mal rechts unten CD ist gleich 6,14 Meter links unten mal oben und jetzt habe ich schon eingesetzt, Sinus von 29,15 Grad. Jetzt noch auf beiden Seiten Sinus geteilt durch Sinus 58 Grad und ich erhalte meine Strecke CD. Da müsste eigentlich ein Rundungszeichen hin, ganz klar, habe ich hier vergessen. Dann fehlt uns in dieser Flächenformel nur noch die Strecke BC. Wir machen es wieder mit dem Sinussatz, nur fehlt uns jetzt der Winkel hier oben. Ja? Wie kommen wir auf den Winkel hier oben? Wir nehmen einfach das komplette Dreieck, wäre mein Vorschlag. Denn da habe ich den Winkel 58 Grad und den Winkel 29,15 Grad. Und dann kann ich das gleich voneinander abziehen und dann erhalte ich den Winkel hier oben. Was ich auch hätte machen können, wäre ein bisschen umständlicher gewesen. Ich hätte ja den Winkel da oben in dem anderen Dreieck berechnen können. Da haben wir nämlich hier den Winkel mit 60, noch irgendwas und die 50 Grad. Dann hätten wir den mit der Innenwinkelsumme bestimmen können und dann von 162 Grad abziehen. Das wäre auch gegangen. Aber nachdem ich in dem oberen Dreieck ja schon die beiden Winkel habe, kann ich 180 Grad minus die beiden Winkel rechnen und habe dann den. Und dann ist unser Sinussatz 4 vollständig, also der Winkel, den wir jetzt da gerade bestimmt haben, von dem da zu der Strecke BC, die wir suchen. Und dann nehme ich einfach Sinus 58 Grad zu 6,14. Ich hätte natürlich auch den Sinus von 29,15 zu der Strecke CD, was ich gerade schon berechnet habe, nehmen können. Das ist wurscht, beim Sinussatz gibt es ja mehrere Möglichkeiten, wenn mehrere Größen gegeben sind. Wieder über Kreuz multiplizieren, das heißt links oben habe ich schon eingesetzt, links oben Sinus 92,85 Grad mal rechts unten 6,14 Meter ist gleich BC mal Sinus 58 Grad. Heißt, um BC freizuschaufeln, noch durch Sinus 58 Grad teilen. Da ist jetzt Rundungszeichen dran. Dann habe ich die Strecke BC gleich 7,23 Meter. Jetzt habe ich beide Strecken, die ich in dieser Flächenformel noch gesucht habe. Und damit kann ich den Flächeninhalt bestimmen. Jetzt habe ich von beiden Dreiecken den Flächeninhalt, kann dann zusammenzählen. Und dann bin ich tatsächlich auf den Gesamtflächeninhalt kommen.